richtig wünschen. Richtig seine Gedanken losschicken. Ja. Ausschlaggebend waren wieder einige Posts gewesen auf Facebook. Und da geht es immer gegen. Ich bin gegen das, ich bin gegen das, ich bin ja, gegen alles Mögliche seid ihr da manchmal. Habe ich natürlich auch durchgemacht, die Zeit. Und für alle, die nicht so an ein bisschen höhere Verknüpfung glauben, können jetzt gleich wegschalten, für die ist die Zeit noch nicht da. Aber für diejenigen, die das sowieso schon interessiert, mal hier die Kurzzusammenfassung dessen, was ich dazu erlebte. Bei mir ging es mit 28 war ich, glaube ich, gewesen. Geht bei vielen Leuten mit 28 so ein bisschen los, ne? Bei mir durch den Film The Secret, dieser geldgeile Film sozusagen, viele werden ihn vielleicht kennen und werden sich auch schon ein bisschen drüber aufgeregt haben, dass es da nur Richtung Kohle geht. Ne? Aber eine ausschlaggebende Info war da drin gewesen, was ich vorher nirgendwo so explizit erklärt bekommen habe, und zwar, wie das mit den Wünschen eigentlich richtig funktioniert. Tja, um es kurz zu machen, nur das definieren, was ihr wollt. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie, ich hatte zum Beispiel immer so ein Problem gehabt mit Verschlafen. Ich bin früh immer zu spät auf Arbeit gekommen, egal was ich am Tag vorher gemacht habe. Früh ins Bett, spät ins Bett, war scheißegal. Ist immer irgendwas Komisches dazwischen gekommen, dass ich dann eben zu spät gekommen bin. So, und da wurde das dann so erklärt, dass bei den Leuten, bei denen das dann meistens so ist, wie bei mir dann halt, die denken sich immer, ach, hoffentlich komme ich nicht zu spät. Hoffentlich komme ich nicht zu spät auf Arbeit. Und was passiert? Man kommt zu spät auf Arbeit, weil diese Energie zu spät auf Arbeit ins Universum gegangen ist. Universum, das Plasma-Subi hier, wisst schon. Und dieses kleine Wörtchen nicht oder kein oder gegen, das kennt das Universum gar nicht. Damit kann das gar nichts anfangen. Was ist nichts? Was ist ein Nein? Was ist ein, das geht nicht. Alles geht im Universum. Also von daher kommt es nur auf die Energie an. Und dann ist der einzige Schlüssel, der simple Schlüssel dafür, sich am Tag vorher eben nicht andauernd einzureden, hoffentlich komme ich nicht zu spät, sondern hoffentlich bin ich pünktlich. Ich habe das dann ausprobiert einen Tag später. Ne? Ich muss mir dann ehrlich eingestehen, hey, ich habe immer nur drüber nachgedacht, hoffentlich komme ich nicht zu spät. Ne? Und dann bin ich das erste Mal ins Bett gegangen mit dem Gedanken, am Morgen bist du pünktlich. Ne? Richtig überzeugt. Ja, da war ich nicht so richtig überzeugt, aber ich wollte es halt probieren, also habe ich schon irgendwie dran geglaubt. Morgen bist du pünktlich. Und 5 Minuten bevor der Wecker geklingelt hat, aufgewacht. Das ist mir sonst auch nie passiert. Dann mein Zeugs gemacht, so schön gefrühstückt, so ein bisschen wach geworden und dann sogar 10 Minuten später auf Arbeit gekommen, also mit dem Auto losgefahren als sonst. Und da habe ich schon gedacht, naja, jetzt. Also so ein kleines bisschen kam der Zweifel. Ne? Da habe ich gedacht, nein. Wenn das Universum kein Nicht kennt und du hast dir die ganze Zeit gesagt, du bist pünktlich, dann würde es sich jetzt irgendwas einfallen lassen. Und wie war es gewesen? Grüne Welle, kein Stau, kein Auto vor mir und als letzte Hürde gab es noch den Parkplatz. Vor dem, da war ich noch im Kernkraftwerk gewesen und waren immer tausende von Leute da gewesen und ganz vorne am Eingang den Parkplatz zu finden war schier unmöglich, ne? Also 6er im Lotto oder so. Aber auch dazu gab es in dem Film eine schöne Anleitung, dass dann einfach sagen oder richtig fest davon überzeugt sein, für mich ist da vorne ein Parkplatz frei. So habe ich es dann auch probiert. Und Tatsache, wo ich gefahren kam, ist vor mir direkt einer rausgefahren von einem Eingang. Ich konnte da rein und Punkt 7 wurde die Stempelkarte gesteckt und ich war pünktlich gewesen. Obwohl ich eigentlich alles ganz relaxed gemacht habe und nur vertraut habe, so richtig. Ja, der Schock danach, der dann meistens eintritt, ach du Scheiße, welche Gedanken schickst du jetzt weg, welche lässt du hier? Werdet ihr vielleicht dann auch durchmachen, aber es geht ja dann weiter, ne? Wenn man dann gegen Krieg ist, zum Beispiel, um es jetzt mal richtig noch kurz zu machen, das bringt nichts. Da gibt man dann dessen Energie. Oder ich bin gegen Kindesmissbrauch zum Beispiel. Da habe ich ja Autos gesehen, wo das hinten drauf steht. Hey Leute, bitte, ich weiß, ihr meint es nicht so, aber schreibt euch doch hinten drauf, juhu, fröhliche Kinder oder was weiß ich, aber doch nicht dieses
eindeutige Wort, was mit negativen Sachen in Zusammenhang kommt, dann nonstop auf der Heckscheibe hinten. Also, ja, na, gehört halt zur Entwicklung dazu, ne? Aber ihr macht es dadurch nicht besser, wenn man es mal so sagen. So, dann, das reicht jetzt erstmal, glaube ich, zum richtig Wünschen. Bei mir hat es so funktioniert, seitdem habe ich echt aufgepasst, welche Gedanken ich losschicke und welche Art der Gedanken ich losschicke. Aha, ein kleines Ding am Ende noch, zum Beispiel, wenn irgendwas weg ist, ne, wenn irgendwas gefunden werden muss, ne, dann läuft man meistens rum und was sagt man dann zu sich? Na, ich muss das jetzt erstmal suchen. Und was kriegt man vom Universum? Richtig, du suchst ohne Ende. Und wenn man jetzt gleich rangeht und sagt, ha, ich werde jetzt finden, lasst euch mal überraschen. Okay, so, mehr aber nicht, ne? Den Rest dürft ihr selber rauskriegen. Ahoi dabei. Halt, stopp! Ha, das Wichtigste doch noch fast vergessen. Um an irgendwas zu glauben, braucht man eine Basis. Ja, so ein bisschen zumindest, ne, woran man sich dann festhalten kann. Und bei mir war die Basis gewesen, dass wenn wir unser Gehirn auseinandernehmen wollen würden, wäre das eine riesengroße Fläche. Ne, so habe ich mir mal irgendwie sagen lassen. Und eine riesengroße Fläche an gefalteten Sachen, das erinnert einen extrem stark an eine perfekte Antenne. Ne, wenn die Fraktale aufgebaut ist, funktioniert das wunderbar. Und ich sehe das Ding hier oben drin nichts weiter als eine Antenne zu gewissen Energiekonglomeraten an Informationen, die hier in der Plasmasuppe rumschwirren. Ne, also unsere Daten auf einer normalen Festplatte, die tun wir ja auch schon so speichern, da wird ja nichts mehr irgendwie mechanisch geschrieben, sondern einfach nur mit hier ist ein bisschen mehr Elektronen, hier ein bisschen weniger, also hier ist es Plus, hier ist es Minus, hier ist Nordpol, hier ist es Südpol. Ne? Und unsere Erde ist ja genauso aufgebaut. Ne? Ich weiß es nicht, oben plus, unten minus oder andersrum. Jedenfalls dazwischen haben wir ein Potenzial Plasmasuppe, genau wie bei der Festplatte. Also das hat mir die Basis dafür gegeben, an das weitere Aufbauende zu glauben.